Sehr gut, dann sind wir heute hiermit bereit für die wahrscheinlich 42. Folge. Ja, 42. Folge. Für die 42. Folge von Für Nüsse mit Dirk und Klaus. Herzlich willkommen! Ja, herzlich willkommen an unseren Zuhörer. Kannst du mir ein bisschen den Druck rausnehmen? Läuft schon das Blut langsam nach so Ohren. Ja, cool. Besser. Geht. Nee, hast du Hall reingegeben? Ist es besser oder nicht? Hallo. Nee. Warte. Das ist einfach der leere Raum. Raum, Raum, Raum. Schade, dass es nachher nicht auf der Aufnahme drauf ist. Schade, ja. Ich habe gerade ein bisschen Hall reingemacht für alle unsere Zuhörer, die zum ersten Mal reinhören. Ja. Naja, das hier ist Für Nüsse, der Podcast, in dem wir uns von Woche zu Woche eine Frage stellen. Dann beantworten wir die Frage. Heute ist das besonders relevant, weil die Antwort ist 42, aber was ist die Frage? Oh. Für alle unsere Douglas Adams-Fans. Wie kriege ich einen Termin beim Bürgeramt? Machen wir nicht sonst noch ein bisschen Smalltalk vorher? Ja, ich dachte, das ist der Smalltalk. Weil das war nur eine Minute rumgeblödel. Das heißt, normalerweise machen wir rumgeblödel, Smalltalk, Frage. Naja, aber du hast doch gerade erzählt von deinem Bürgeramtsscheiß. Deswegen habe ich das Thema schon mal in den Kopf geschmissen. Beim Bürgeramt, es gibt in Berlin jetzt so eine einheitliche Behördenhotline, die 115. Jetzt? Ja, das ist, als wenn du sagst, es gibt jetzt den Euro oder jetzt nicht auf B umgestellt. So alt ist die noch nicht. Klasse 3. Nee, die 115. Du weißt, 112 ist die Feuerwehr, 115 die Bürgerwehr, Bürgeramtswehr. Aber nicht in Chemnitz. Da ist die Bürgerwehrnummer, die 1935. Ja, 1933, stimmt. Klaus hat sich in der Geschichte vertan. Ja, naja. Ja, so, und dann gibt es auch das automatische Sprachsystem, mit dem du auch bei Vodafone gearbeitet hast. Tobi! Wo ich übrigens auch verstehe, warum. Das ist immer auch tierisch. Ja, so besser. Jetzt. Na? Erzähl. Hörst du dich jetzt auch? Oder ist das wieder so Hallo? Ein Fall von Ja, deinen... ich höre mich ganz... Okay. Ist okay, es reicht. Ja, mir reicht es auch, ehrlich gesagt. Tschüss! Bis nächste Woche, Nüsschen. Warum ich dann von der Bürgerwehr-Hotline, im Bürgeramt-Hotline, vom Bürgertelefon, immer wähle 555 Schuh immer durchgegeben bekommen habe, dass alle Mitarbeiter im Gespräch sind. Weil es ist ja nur Tobi, der alleine als System mich verwalten muss. Tobi hat aber echt viel zu tun. Ja eben, das ist ja auch nur ein Computersystem. Der kann ja auch nur mit einem gleichzeitig reden. Und der hat ja vielleicht auch mal zwischendurch Pause, cremt sich gerade, sowas. Ja. Muss machen, was eine Maschine halt ab und zu mal machen muss. Die, Ölen. Ne, hier schön die Festplatte defragmentieren, wenn du weißt, wovon ich rede. Ja, naja. Ne, und dann, aber dann ja, habe ich heute keinen dann Termin aber dann. Bekommen. Obwohl im Netz steht, ich brauche einen Termin. Aber ich kann keinen Termin bekommen. Aber ich brauche einen. Aber du hast auch gesagt, es steht auch ohne Termin möglich? Nee, es ist nur ohne Termin. Aber nur ohne bei Termin? Bei den Zeiten, ich habe einen Termin, weg! Na, du bekommst da keinen Termin. Weil das ist ja, du bekommst keinen Termin, aber bei den Öffnungszeiten steht explizit nur mit Termin. Ohne Termin brauchen sie ja gar nicht antanzen. Antanzen werde ich auch benutzen. Gutes Wort. Sagt man viel zu selten, antanzen. Ja, wie ist jetzt dein Plan? Was machst du jetzt? Ja, ich gehe da jetzt einfach hin irgendwann die Woche. Ja, aber du hast gar keinen Termin. Ja, ich weiß. Was soll ich denn machen? Das ist ein absolutes Dilemma. Was war zuerst da? Das Huhn oder... Der Termin. Das Huhn, das die Mutter vom Huhn war. Das die Mutter vom Huhn war. Mhm. Ja, naja, ne, was man so hat, was man für Sorgen hat, wenn man wie Klaus... Ist das deine neue Hemdfalltechnik? Zum Häufchen. Ja, also ich hatte ein bisschen das, als ob man versucht, so ein Bürohemd zu kauen und dann merkt man, es ist ein Bürohemd und spuckt es aus. So ungefähr hat Klaus sein Hemd hier hingelegt. Ich habe das auch schon wieder, ich hatte das am Wochenende bei einem Dreh an. Ich hatte es auch schon wieder fast zum letzten Mal, so wie es aussieht. Da lebt was, da lebt ein Opossum drin, lass es. Es schläft gerade. Opossum sind Nachttiere. Opossum. Nasttiere, so wie es aussieht. Ich jetzt auch schon wieder. Diesen Fetzen, den du Jacke nennst. Das ist eine super Jacke. Ja, die hat 60 alle, Mark gekostet. Wenn es warm an der Schulter ist. 60 Mark, ich schmeiß die nicht einfach weg. Nee. Das ist bestimmt eine H&M-Jeans-Jacke, wo dann damals viele Kinder für gearbeitet haben. Früher habe ich immer dazu geneigt, die Hemden zugeknöpft zu lassen und wie in einen Pulli reinzuschlüpfen. Aber da sind mir viele Hemden kaputt gegangen auf die Art und Weise. Das ist auch die Zeit, wo das T-Shirt her ist, oder? Ey, das T-Shirt ist super. Alle beschweren sich heute über mein T-Shirt. Ja. Das ist ganz toll.
wenn man halt Dawson's Creek schaut und alle anderen auch. I don't wanna wait. Für unsere Dawson's Creek-Freunde. Das ist ziemlich dicht heute an der Lampe oder so. Das war heute cool. Mein offizielles Marathon-T-Shirt. Dein offizielles? Ja, und? Ja, aus dem, wo ich nicht mitgelaufen bin. 2003. Ja, das waren coole Zeiten. Da konntest du noch Marathon laufen, ne? Ja. Jetzt mit deinem zerschundenen Kletterknie ist ja Feierabend. Die Knie sind echt schlimm. Heute war das auch schon wieder. Da saß ich wie so ein Vogel oben auf so einem Wasserspeier. Ganz schön mies. Ganz schön mies. Ja, habe ich mich nicht mehr, habe ich mich nicht getraut, irgendwie loszulassen mit einer Hand. Das war, wäre ich einfach rücklings runtergefallen, habe ich mir den Nacken aufgefangen. Das ist unschön. Ganz schön mies. Ja, wirklich. Also so 3 Meter Höhe. Muss ich mal eine bessere Methode finden für. Aber das ist jetzt auch gar nicht das Problem, weil. Ich halt drauf. Auch nicht. War es heute spontan oder hast du Donnerstag was vor? Muss Donnerstag zum Theater. Du musst Kinder bespaßen. Ich habe letzte Woche das ist die einzige Show, die ich schaffe, die Preview verpasst von der aktuellen Show, wo ich letzte Woche hin wollte, wo ich bei der Geiselnahme gearbeitet habe. Was für eine Show? Die haben eine neue Show im Programm, wo ich auch bei den Proben mitgeholfen habe. Das Theater, für das ich arbeite. Für das du ab und zu mal deinen Hering auf die Bühne hältst. Ja. Für das ich arbeite. Ja. Als ob du da fest angestellt wärst Geld und dafür. Jeden Tag dahin gehst. Oh, hör mir auf mit fest angestellt, ey. Heute dieses Ausfüllen. Naja, auf jeden Fall muss ich ja eine Show mir ansehen. Ach, fest angestellt UVX oder was? Ja, für 5 Stunden. Sozialversicherungspflicht. Ja. Und was wie sieht es denn dieses Jahr aus noch mit Ihren sozialversicherungspflichtigen Einnahmen? Sind die über 50.000 im Sozialstaat Bayern? Haben Sie mehr als 70 Tage gearbeitet, selbstständig? Nichts ist dann erklärt. Ich habe das einfach irgendwie ausgefüllt und falls ich dann irgendwie nicht mehr dabei bin in den nächsten Folgen, bin ich einfach im Knast. Gibt es nicht irgendwie so den Hilfebot Tobi, der auch dir dort helfen kann? Hallo, was kann ich tun? Ja, Tobi ist einfach Stammbogen echt, ich find's auch gut, dass Tobi redet wie so eine stammelnde Maschine. Wie man sich, wie jemand, dem man in den 80ern gesagt hat, du sprichst jetzt eine Maschine ein. Alles klar, verstanden, Vater, gib mir Beine. Bei Vodafone ist es ja dieser Tobi. Und das ist ja lustig, wenn du da anrufst. Bei Vodafone ist ja das Konzept, dass du niemals mit einem Menschen sprechen kannst. Und wenn, dann verkauf dir einen Vertrag, den du nicht haben willst, aber rede nicht mit dir über Probleme. Beziehungsweise gibt dir das Gefühl, ja, kein Problem, ja. So wie ich letztens angerufen habe. Und dann hieß es von wegen, kann ich denn meinen Vertrag downgraden? Ja, kein Problem. Was für einen Vertrag wollen? Nee, ich will keinen Vertrag. Ich will meinen aktuellen downgraden. Ja. Und dann zum Schluss heißt es ja, Achtung, jetzt gibt es Aufnahme zur Verifizierung des Tonbandvertrages. Vergiss nicht, dass sie dir noch 120 Euro angeboten haben, zunächst. Nee, zunächst nicht. Ah. Und dann hat er halt angefangen und dann hieß es, vorher habe ich noch gefragt, gibt es halt irgendwelche Gebühren zum Downgrade? So, nein. Und dann hieß es von wegen, ja, Umstellungsgebühr 49,90. Ich meine, Entschuldigung, hast du nicht gerade vor 15 Sekunden gesagt, es gibt keine Gebühren? Das habe ich wohl vergessen. Aber echt mit so dir, also eigentlich der Unterton war, fick dich mal in den Arsch, Nummer 714. Und dachte ich, ja, okay, dann möchte ich das nicht. Wie jetzt nicht? Aber du wolltest das doch gerade. Ich habe dich doch gefragt, ob es was kostet, das umzustellen. Du hast gesagt, nee, und jetzt sagst du doch, ja, warte mal. Nicht die Umstellung an sich, aber die Neueinstellung. Dann war es ja so, dass dann irgendwann kam er wieder ran. Ich habe gerade mit meinem Chef gesprochen. Umstellungsgebühr kostet 49,90, aber wir können dir 120 Euro gutschreiben. So, was? Ja, dann hast du quasi jetzt von uns Geld gekriegt, weil du ja die 49,90 zahlst und dann kriegst du von uns 120 Euro gutgeschrieben. Das geht jetzt einfach so. Das geht einfach so. Und das, weil du kurz, wollen sie es oder nicht? Ja, okay, dann nehme ich das. Dann habe ich natürlich. Klingt auch so, als ob du mit der männlichen Version von Janine Melnitz geredet hättest. Quasi. Wollen sie es oder nicht? Und dann habe ich ja gedacht, von wegen, ich hätte jetzt einen Downgrade bekommen und nicht halt einen neuen Vertrag. Und dann gab es dann irgendwie die Nachricht, ihr Techniker kommt am Freitag. Was? Nee, vergiss nicht, dass sie dann die 120 Euro auch nicht geben wollten. Hä? Im Telefon. Im Telefon? Ja. Das war doch dann die Folge des Gesprächs. Dann hat er doch die 120 Euro, sobald das Band lief, wieder nicht mit erwähnt. Und dann aufgelegt. Doch, das war drauf. Ach so. Doch, bloß danach hat er mich gefragt, haben Sie noch irgendwelche Fragen zum Vertrag? Und dann habe ich gesagt, die 120 Euro, werden die einfach überwiesen? Und dann war ich aus der Leiter geschmissen, nachdem ich halt quasi einen Vertrag bestätigt habe. Yeah. Und dann gab es 2 Tage später die SMS, ihr Techniker kommt. Und dachte ich, warte mal, ich habe ja schon
einen Router bei euch stehen. Und warum soll der dann noch mein Techniker kommen? Ob der noch steht? Hm. Ob es dem gut geht? Ob ich den mal sauber machen sollte oder was? Naja, und dann habe ich gefragt, dann habe ich wieder mit diesem System gequatscht und dann hieß es von wegen, leider sind keine Leitungen frei, wollen Sie mit Tobi, unserem Sprachassistenten, reden beziehungsweise die neue Version schreiben? Wenn Sie ja sagen, dann wird Tobi Ihnen gleich eine SMS schreiben, Sie können mit dem chatten. Und ich sagte ja. Und dann hat Tobi mir eine SMS geschrieben. Tobi, was hast du gerade an? Dann meinte er, sagen Sie mir Ihr Problem. Und dann habe ich gesagt, ich kriege einen Techniker, obwohl ich halt bereits einen Router habe und letztens einen Downgrade vorgenommen habe. Sagen Sie mir Ihre Kundennummer. Alles klar, ich werde Ihnen jetzt einen Sachbearbeiter ans Knie knoten. Dann meinte er, hallo, was ist Ihr Problem? Er hat es gleich nochmal geschrieben, er hätte ja einfach nur hochscrollen müssen. Was ist Ihr Problem eigentlich? Und dann meinte er, ja, Sie haben einen zweiten Vertrag abgeschlossen. Ich sag, oh, ich hab doch gesagt, ich will keinen zweiten. Was wollen Sie denn eigentlich mit zwei Verträgen? Und ich sagte, totaler Käse, das ist ja schon Ihr Betrug, Ihr Pimmelköppe. Ich wollte ja nur einen Downgrade haben. Ich hätte die Möglichkeit, einen Widerruf für Sie in Auftrag zu geben. Ja, bitte. Soll ich das jetzt machen? Ja! Aber damit ist Ihr zweiter Vertrag widerrufen. Aber Sie wollten noch einen weiteren Vertrag. Ja. Nein, ich wollte einen Downgrade von meinem aktuellen Vertrag. Entscheiden Sie sich doch mal heute Hü, morgen Hot. Oder mehr Hü. Ja, Ergebnis ist viel Stress. Jetzt ist der zweite Vertrag annulliert worden. Das Geile ist aber, mittlerweile wurde via GLS, einer meiner Traumboten mittlerweile, irgendwie ein weiterer Router zu mir geschickt. Angeblich im Netz ist er von einem gewissen Aaron Thiese angenommen worden, habe aber leider nichts bekommen. Dirk, du weißt, dass du gerade deinen Namen gesagt hast hier ja, im Podcast? Ja, ich hätte auch Sebastian Matthias Weißbach sagen können. Müssen wir das rauspiepen? Ja, können wir rauspiepen. Ja, wir laufen jetzt doch weiter. Weil wir was ganz Tolles festgestellt haben. Na, ja. Jedenfalls, nachdem wir mitten im Satz aufgehört haben beim letzten Mal, ich kann es auch nicht, das ist nahtlos für euch. Ja. Nahtlos, ihr werdet gar nicht gemerkt haben, dass wir unterbrochen haben. Vielleicht haben wir auch gar nicht unterbrochen, sondern kreieren hier die elaborierte... Die spannende Geschichte geht folgend weiter. Die spannende Geschichte hat noch nicht mal angefangen, würden manche behaupten. Ja, ja. Die hören aber nicht zu. Ja, das ist wie die meisten. Also... GLS sagt, das Päckchen ist da, ist aber nicht da. Jetzt sagt aber Vodafone, schicken Sie das Päckchen mal ganz schnell zurück in 2 Wochen. Ansonsten gehört Ihnen nicht der Router und den zahlen Sie mal mit 120 Euro, weil den brauchen Sie ja nicht. Sie wollten ja nimm den doch deine Gutschrift. Nicht. Ja, stimmt. Die letzte Mal schon gesagt. Ja, naja, dann schickt doch den Router zurück, steht ein Problem nicht. Du hast ihn nur angenommen. Das Geile ist, es hat einen GLS-Shop angenommen. Da ist es abholbereit, aber welcher das ist, kann nicht erwähnt werden. Letztens war es halt ja, einer, da war ich schon... Datenschutzverordnung. Oh mein Güte. Ihr Gehalt wurde überwiesen. Ja, auf welche Bank? Wir können Sie doch nicht nach Ihrer Kontonummer fragen. Das ist ein Eingriff in Ihre Privatsphäre. Irgendwer hat es halt jetzt. Meine Güte, also wir haben jedenfalls Sie stellen sich auch an. Einen sehr vertrauenswürdigen Menschen gefunden, der hat Ihr Geld angenommen. Holen Sie sich dort ab. Wir sind raus. Mhm. Ja. Wir droppen das Mic. Ja. Hast du denn noch so eine Wahnsinnsfrage für heute? Oder willst du Ach so, ja, nein, ich habe eine Frage. Was, ja, nein. Was war unsere Lieblingszuschauerfrage bisher? Zuhörerfrage. Nein, ich habe, pass auf. Was war die Musik, mit der wir groß geworden sind? Wir sind ja in musikalisch schwierigen Epochen aufgewachsen. Jetzt geht's los mit ganz großen Schritten. Der Osser greift der Uschi von hinten an die Schulter. Mega lustig. Immer lustig. Ja, na, wir waren ja so zu so Zeiten, also wir uns trennen ja 5 Jahre. 5 Jahre und räumlich 2 Meter hier. Aber also zu meiner Schulzeit, als es so anfing, wo man seine bewussten Musik gehört hat und das nicht einfach nur bei den Eltern irgendwie mitlief, waren gerade so Sachen wie Macarena bei mir in. Also so ein Chartfraggle dazu. Naja, was du halt mit 10 bist. Ein Chartfraggle. Ja. Und das oder so Sachen wie Captain Jack, falls du dich an Captain Jack noch erinnerst. Oh Gott. Ich glaube, der wurde unehrenhaft entlassen aus dem Militär. Vielleicht lag es auch an deiner Fanta-Diät. Also ich fand so die Sachen, also. Musik damals meiner Eltern gar nicht so schlimm, auch im Nachhinein. Ich auch nicht. Das, also da, also wie, da war, waren das denn deine war ersten? Viel besser. Meine ersten so bewussten Sachen, die ich wahrgenommen habe, das war tatsächlich einfach CDs, die meine Mutter hatte. Und das waren so Sachen wie Midnight Oil, diese australische Band.
Berühmte australische Band. Was haben die denn gemacht? Ich würde mal fällt sagen, sing's mal vor, aber ich bereue es ja jetzt schon. Ja, eben. Ne? Du bist dir dicht am Mikrofon dran. Nee, einer der größten australischen Bands der 80er und 90er. Und Sisters of Mercy, so eine dunkle Goth-Punk-Band. Was sind da die? Oblivion war so ein berühmtes von den Someday. Someday. Oblivion. Ja, das trifft es ziemlich gut. Die waren so ein bisschen wie, halt so ein bisschen New Wave, Dark, dunkler Pop. So DJ Danny, die Ecke. Okay. Das waren so die ersten Sachen, wo ich bewusst mit Musik in Kontakt gekommen bin. Also ich bin mit Michael Jackson. Also ich glaube, die Bad-CD, Who's Bad, glaube ich, war ja. Das. Who's Bad. Und, Ach stimmt, das ist ja auch der Schläferz-Song, oder? Ah, ja, stimmt. Who's Bad. Ja, wie geht das? Ja, ist ziemlich gut. Ja, dann mit Heinz-Rudolf Kunze. Das sagt mir nichts. Der Name ist mein ganzes Herz. Du bist mein Reim auf Schmerz. Ja. Wir werden wie Riesen. Das ist eine schöne Freunde, eine schöne Folge für alle, die gerne Musik hören. Und die schönsten Lieder der 70er, 80er, 90er und das Beste von heute, wiedergegeben von Dirk und Klaus. Und Marius Müller-Westernhagen, die meines Erachtens immer noch beste Doppel-CD von ihm, die Freiheit, die Live-CD. Wo dann halt Freiheit und dann die ganze Klassiker mit Pfefferminz bin ich dann Prinz und Alkohol und Dicke und die... Nee, Alkohol ist ja von Grönemeyer. Ja, oder? Alkohol ist mein Sanitäter in der Not. Alkohol, na, ist ja egal. Das klingt ja nach Harald Junke, ehrlich gesagt. Nee, ich glaube... Grönemeyer wäre doch so. Aber es ist Alkohol ist mein Sanitäter in der Not. Ja, ich hab doch gesagt Grönemeyer. Ja, aber das klang ja jetzt nicht nach Grönemeyer, wie du es gesungen hast. Aber ich glaube, das ist auf der Bochum drauf. Also die CD Bochum. Ja. Die Bochum klingt auch einem guten Schiffs- oder Flugzeugnamen. Ja. So wie die entführte Landshut. Ja. Die missachtete Bochum. Was war denn deine erste gekaufte CD? Oder was du mein erstes, hast, mein oder erstes oder gekauftes oder Album. Ich hab super spät erst ein Album gekauft, glaube ich. Hast du auf Kassette dein erstes Album oder 5 Jahre später hast du wahrscheinlich CD, auf CD schon CD, gekauft? CD, ne? CD. Ich weiß, eine der ersten CDs, die ich bekommen habe, war, aber das war auch neu, weil da hatten meine Eltern einen CD-Player zu Hause, 95 oder so. Und das war auch Bravo Hits 95. Ja. Ja. Das war schon ganz schön cool. Da war Shaggy drauf mit Mr. Lava Lava Lava. Das war doch der Toaster, ne? Was? Der hat doch sein da. Das ist doch Toasting. Ah, okay. Das wusste ich nicht. Aber ja, das irgendwie mag sein. Ja, genau. Shaggy war da drauf. Und so Sachen wie Erotica. Kannst du dich an Erotica noch erinnern? Ich dachte nur Max, Erotic. Don't have sex with your. Ist das nicht Erotic? Ist das nicht Erotica? Ich dachte, Erotica ist die Messe. Schreibt uns einfach. Ja. Wie bei den anderen Pardon. Fragen. Schreib uns einfach. Zwinker, wenn du das hörst. Danke. Reicht. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass ich einer meiner ersten kopierten Kassetten war in Ronnys Popshow. Pop, 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 Sofa. Nee, das ist ja... Ricky. Ja, genau. Aber das... Popshow, das war ja auf dem Cover mit dem Schimpansen in der Werbung gesprochen von Otto Walkes. Ah, ja. Hallo, hier ist Ronnys Popshow. Und dann, ist der eigentlich mit dem Trigema-Schimpansen verwandt? Damals war in der Werbung ja sehr viel mit Affen. Ja. Also generell Tiere, glaube ich, waren. Ja. Es gab irgendwann diese Werbung in den 80ern, ich glaube, das war ein ganz bestimmtes Porzellangeschirr oder ein ganz bestimmtes Glasgeschirr. Und das war halt irgendwie in so einer afrikanischen Steppe, wie dann halt irgendwie Wüstensturm alles umhaute, hat Elefanten nervös gemacht und die sind alle über das Geschirr getrampelt und nichts ist kaputt gegangen. Und da war es halt irgendwie, Weißen, das ist Qualität. Oder irgendwie plausibel, ja. So stelle ich mir auch eine... Porzellanwerbung vor. Oder auch in der Zeit die geile Gammon-Werbung, wo der Gammon. Das Parfum oder Toilette. Genau, Gammon. Ist da jemand, ich verwechsel das immer mit Cliff, glaube ich. Cliff ist ja, wo der Typ vom Cliff springt, ganz einfach. Ne? Wahrscheinlich. Ja, und Gammon ist, glaube ich, wie so eine Frau halt aus so einem Privatjet runter, die Treppe runter geht und ich glaube, so ein Mann anstößt und dann ihr goldenes Fingernagel-Accessoire-Dings runterfällt und dann versuchen es beide aufzuheben und dann Gammon.
der Duft des Mannes oder irgendwie sowas. Der Duft halt, des Mannes ist gut. Und sie geht halt voll kaputt und er guckt nur. Ich glaube, ich verwechsel, ich bringe gerade sieben Sachen zusammen. Das klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Kaffee Haag und drei Wettertaft. Und das ist Kaffee Haag. Aber Kaffee Haag und drei Wettertaft gemischt riechen wahrscheinlich auch wie Gammon. Von drei Wettertaft, die Werbung wurde damals zusammen in Hannover-Langenhagen aufgenommen. Dieses London, die Sonne brennt, Rom, Regen. Wahrscheinlich andersrum. Hm. Ja, da wollte sich erstmal so ein halben Liter Dings New York, der Wind bläst, drei Wettertaft. Genau, ja. Ja, und dann die erste Kassette, die ich mir geholt habe. Also, ich weiß nicht, ob sie erste ist, aber eins der ersten, also Alben quasi auf Kassette, war die One Vision von Queen. Ja. Aber auch nur wegen Highlander. Also, ich war ja immer irgendwie. Das ist auf One Vision drauf? Ja, also. Princess of the Universe oder. Das Prince of the Universe. Genau, und Give Me the Prize. Give Me the Prize! Ich finde ja, Princess of the Universe ist einer der geilsten Songs, wie er anfängt, aber den, wer auch immer den abgenommen hat für den Film, hat nach einer Minute abgeschaltet. Weil der geht ja dann in eine völlig andere Richtung. Der fängt ja halt mit so einer also Power-Rock-Ballade an so und dann wird es halt plötzlich so eine Pop-Nummer. Princess of the Universe. Ja, aber da ist dann halt so ein Speed-Gitarre-Solo im Hintergrund. Ja. Ne? Das ist aber schon geiler. Also One Vision ist halt so. One Vision ist aber auch, das ist ein super Song. Das ist einer meiner liebsten Songs. One Man, One Vision. Das, auch der Anfang ist. Give me your hand. Give me your heart. Das ist aber auch ein geiler Scheiß. Das ist super. Und One Vision ist echt, das ist ein Bombensong, ja. Und dann das Cover war dann halt auch irgendwie so eine überzogene Cartoon-Figur. Also wir waren alles überzogene, dick und dünn, so gezogen, aber ja, die sahen so ein bisschen aus wie in Hannover, sagt man, die Nanas. Das ist auf dem Flohmarkt, sind diese großen Kunstfiguren, dick, busig, bäuchig, alles. Das sind die Nanas von irgendeiner Künstlerin da. Und die sahen so ein bisschen aus wie die Nanas. Ja, das war so meine erste Kassette, die ich mir, glaube ich, geholt habe. Aber ich war halt auch immer geprägt von irgendwie Fernsehen, Film, irgendwas. Also es war nie so, dass ich voll auf Musik, weiß nicht. Ja, aber das hat man ja häufig dann in der Kindheit, dass man diese Sachen irgendwo hört im Fernsehen. Ja. Ich meine, nicht umsonst. Ja, aber es liegt ja auch deinen Eltern. Also ich meine, wie viele sind halt irgendwie schon seit Kindesbeinen irgendwie mit einer Gitarre und sonst was groß geworden, weil der Vater oder Mama halt in einer Band ist oder so. Und wenn das halt nicht ist, dann überträgt sich es auch nicht. Damals war ja noch, du erinnerst dich ja sicherlich auch noch an RTL Samstagnacht. Ja. Und da war ja auch immer eine Band da. Und da hat man auch immer Musik kennengelernt. Ich erinnere mich noch an einen Auftritt von, die werden euch heute noch was sagen, weil die heute auch noch richtig groß sind, Lucy Electric. Dirk lacht so abfällig. Jetzt würden die nicht inzwischen Tankstellen in der Nähe von Essen aufmachen. Ist hier, kommt doch immer rüber, Mann? Ja, weil ich ein Mädchen bin. Keine Widerrede, Mann, weil ich ja so wie du gewinnt, weil ich ein Mädchen bin. Die hat, glaube ich, auch dieses scheiß Girly-Ding geprägt, ne? Ah. Von den Klamotten, von den frechen Mustern. War die nicht eher so eine Leder-Fetisch-Dame? Lucy, in deiner Fantasie. Lucy von Lucy Electric. Wenn du das gerade hörst, Lucy, schreib uns, was du damals getragen hast. Aber nicht zu detailliert. Die muss da jetzt auch 50 sein, mindestens. Das Geile ist, dass Hugo Egon Balda, der die Sendung produziert hat, also ich bin ja gar nicht mit RTL Samstag Nacht groß geworden, sondern mit Tutti Frutti. Nee, aber selbe Zeit, Alles Nichts Oder. Mit Helda von Sinn und Hugo Egon Balda auf der Torte moderiert. Helda von Sinn immer krassesten Kostüme, das war immer total geil. Hugo Egon Balda war, ich glaube, der ist als alter Mann geboren. Der hatte halt immer diese Geierhaltung, so ein bisschen wie Burns. Und das Geile ist, also es ist ja auch immer nur die Vorstellung. Wenn ich es jetzt sehe, denke ich, okay, krasser Unterschied. Aber in der Vorstellung war der immer alter Mann. Mhm. So. Ja, nee. Aber das war halt, das war so. Und hier Schmidt Mitternachtsshow, das war auf dem NDR, beziehungsweise früher noch N3. Also das war halt live aus dem Tivoli von der Reeperbahn. Und da war dann halt, die hat dann später auch Wahre Liebe moderiert. Wie hieß sie denn? Lilo Wanders? Lilo Wanders, genau. Lilo Wanders und dann halt, ich glaube, da hieß sogar Schmidt. Das war, glaube ich, der Besitzer vom Schmidt Tivoli Theater. Und das war dann halt auch mal ein Dinger, den man am Samstagabend sehen durfte. Und später dann noch Peter Steiners Theaterstadel. Ganz, ganz, ganz große Bühnenkunst. Peter Steiners Theaterstadel, der heute bestimmt irgendwo Bezirksvorstand von der CSU ist. Oder wenn tot. Wollte ich gerade sagen, wenn er noch lebt. Gut. Aber später ich meine, dann auch mitgekriegt, Peter Steiner angefangen mit bayerischen Softpornos.
So. Nicht Friedrich Meissner. Heidi Heider 3 oder sowas. Ach, wie hieß er denn? Der eine Glücksrat. Moderator. Peter Bond. Peter Bond, genau. Mm. Ja. Der später dann wieder Pferdeschwanz getragen hat, was richtig unangenehm aussieht. Alter Finne, ey. Ja, Pferdeschwanz bei Männern mittleren Alters, das ist schon. So hieß auch sein erster Film. Das ist ein ziemlich langer Titel. Ja, gut, ne? Aber zurück zur Musik. Zurück zur Musik, ja. Nee, ich hatte da damals tatsächlich und hat einfach so mit 10, 11 so Chart-Sachen gekauft und das war halt furchtbar. Da waren so Sachen wie Macarena, das hatte ich auf als Single von Los del Rio. Hey, Macarena. Ich glaube, die Dinger habe ich dann schon im Suff irgendwie gedanced. Ja, da war ich 10, das war ein bisschen früh bei mir mit Suff. Ja, du hast die härtesten Hardcore-Splatter-Filme mit 5 geguckt, ja, das, aber also, Suff war der erste Friedhof der Kuscheltiere war doch kein harter Splatter-Film. Also der hat mich fertig gemacht, den habe ich auch mit 12 deswegen gesehen oder mit 13. Ich kann mir nicht mal den Trailer jetzt ansehen für den neuen. 18 oder so. Gestern vielleicht. Naja, nee, so da gibt es auch eine super Parodie bei Flight of the Conchords für Do the Doggy Bounce. Für so diese Los del Rio-Ecke von sinnlosen Songs. Ach, mit irgendwelchen Tanzmoves und ja, genau. Springen hier. Und da. Do the Doggy Bounce. Everybody do the Doggy Bounce. Mach nochmal den Huhn, das Huhn. Kuckuckachau. 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 Das freut ihn. Und das Huhn macht wie George Bluth. Und wie war das andere nochmal mit den... Aber das war im Stehen besser, weil du dann so rhythmisch gesprungen bist. Ja, das ist halt, das ist Job. Musst du dir das erklären vielleicht? Such mal bei Arrested Development oder such mal bei Arrested Development im Internet einfach nur die Huhn-Zusammenfassung auf YouTube. Es gibt, okay. Ja, klar, es gibt wie alle das Huhn machen. Ja, sicher doch. Das ist doch alles auf YouTube. Aber das waren so tatsächlich so eine der frühesten Singles, die ich gekauft habe. Ich weiß, aber ich habe relativ lange gebraucht für ein Album und eines der ersten Alben von der Band, die ich gekauft habe. Es muss halt so 98, 99 gewesen sein. Und das ist was ich auch heute noch hören kann. Das ist nämlich von der Ska-Neo-Swing-Band Cherry Pop and Daddies. Und das erste Album heißt auch entweder Cherry Pop and Daddies oder Zoot Suit Riot. Also Zoot Suit Riot war auf jeden Fall dann der Song, den man kannte von denen. Und später nichts. Die sind immer noch ganz tolle Band, die sich, die musikalisch in total verschiedene Richtungen gegangen sind, so von Album zu Album nicht wiederzuerkennen, dass es dieselbe Band ist. Nur das erste Album war Swing und dann wird Schlager, halt ein bisschen... Schlager, Tunnel Trance, Hardcore. Ja, das letzte Album von denen hat eher so ein bisschen so spanische, mexikanische Klänge und so eine mexikanische Gitarre. Susquehanna heißt das. Super. Toll, kann ich empfehlen. Cherry Pop and Daddies, auch wenn der Name der Band ein bisschen, naja, sollte man. Schreib es dir jetzt auf. Ja, schreib es dir auf. Cherry Pop and Daddies, gib es bei Spotify ein. Hol ein leckeres Orangensorbet aus der Kantine. Was waren denn so die ersten CDs, die du gekauft hast? Ich weiß, welche allererste CD ich besaß, weil die habe ich geschenkt gekriegt. Und das war die Birdie Vogts von Stefan Raab. Stefan Raab. Birdie Vogts. Und das war's. Hat er irgendwie Text, aber weiter weiß ich nicht. Ja, übrigens ein ganz tolles Bertie Vogts-Zitat, wo er halt damals, als er noch gespielt hat, er war ein relativ kleiner Mann, oder ist immer noch. Wollte ich gerade sagen, aber jetzt 3 Meter, kommt nirgends wie mal hin. Der meinte, wenn es regnet, sagen meine Kritiker nicht mal schwimmen kann er. Ja. Ja, Bertie Vogts. Ja, als Stefan Raab noch Musik gemacht hat, war das als noch, er überhaupt noch was gemacht hat. War das noch vor, nee, der kommt jetzt angeblich wieder mit. Ja, mit allen Idioten wieder. Aber nur, ich glaube einfach nur, weil er Millionär ist, der ein bisschen gesättigt ist, der hat halt seine Show europaweit oder, ja. Also europaweit auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob. Ich glaube weltweit verkauft. Weltweit verkauft. Beat the Host gibt's. Und dann hat er halt öfter mal irgendwo wahrscheinlich irgendwo hingefahren, damit er seine Verträge da, und das Ding ist dann aber auch durch, weil er merkt vor allen Dingen, so geil ist dann permanenter Business-Fraggle auch nicht. Und der machte gerne Scheiße und scheffelt damit Milliarden. Milliarden nicht, aber Millionen bestimmt. Ja, und ich verstehe auch nicht, dass er nicht überhaupt damit aufgehört hat, weil er hätte ja immer mal wiederkommen können. Nee, ich glaube, das war so sein, also er hatte ja so ein eigenes Ziel gehabt, vor 50 oder mit 50 rausgehen. Okay. So, und dann war es so ein Ego-Ding, ich schaff das, und das ist ja bei vielen, die sagen, ey, ich mache mit jungen Jahren richtig viel Kohle, dass ich dann richtig früh mit 40 irgendwie aufhören, und dann merken sie, ja, aber man braucht ja trotzdem eine Aufgabe. Ja. Und die ganze Zeit irgendwie sich auf einer goldenen Schüssel einschleudern, ist dann vielleicht für einen Monat mal gut. Wir machen das ja hier auch.
noch weiter, obwohl wir uns schon längst zur Ruhe hätten setzen können mit dem Podcast Millionen aus den ersten 41 Folgen. Und jetzt, wo du dieses Festengagement am Theater hast. Ja, eben. Kann ich mal, ist es, ja? Ja, Dirk fummelt sich gerade am Ohr rum. Ja, aber nur an einem. Na, dann geht's ja. Birdie Vogt, ja, Stefan Raab, das war die, hieß es Vivasion? Vivasion. Ja. Ja, da hat er ja angefangen. Mit seiner tollen Jeans mit den Kuhhaut auf. Die hat er ja echt sehr geil, sehr lange getragen. Mhm. Und da war er aber noch richtig, richtig geil. Da hat er auch mal seine Ukulele, kam immer durch die Papierwand durch. Markus halt diesen, Wolter, der Aufnahmeleiter. Stimmt, den er immer irgendwie geärgert oder geschlagen hat oder sowas. Ja. Dann diese lange Koteletten. Mhm. Also er hat sich ein bisschen an Schmiteinander orientiert mit manchen Gags. Dann hat er sein langes Keyboard gehabt, wo er dann halt, glaube ich, auch immer irgendwelche Töne rausgehauen hat. Ja, und er hatte doch auch schon so MIDI-Sound-Samples, die er dann später als Video-Samples bei, wie ist die Sendung? Raab TV. Nee, Total, TV Total. Genau. Ja. Raab TV war der Produktion. Bei TV Total hatte, ja. Als Sound-Sample und Gäste, er hatte immer Gäste. Es war ja auch eine vergleichsweise normale Talkshow. Da hatte er ja zum Beispiel mal den jungen Bulli gehabt mit langen Haaren. Und da hat Bulli und die Tapete gab es damals immer so als, als Kategorie. Hallo, ich bin Bulli. Und da war dann Bulli live mit der Tapete dann bei Stefan Raab in den Vivasion. Was damals in den 90ern so lustig war. Bulli live von der Tapete. Ja, das war dann, glaube ich, auch noch so eine Call-In-Show oder sowas. Call-In-Show ist auch ein Rotz, ey. Das erfahren ja auch manche Radio-Leute, die dann mit Call-In anfangen und dann irgendwann das abschießen, weil sie sagen, total dumm. Hier als Olli Schulz und Jan Böhmermann bei Radio 1 angefangen haben. Mhm. Das war dann zeitweise also am Anfang, glaube ich, noch eine Live-Show und dann auch live und dann mit einem Call-In-Segment. Ja. Und das haben wir, glaube ich, nach 5 Folgen rausgenommen, weil das war halt so scheiße. Ja. Weil du hast natürlich, der Flow wird ja komplett unterbrochen. Und da hast du manchmal Leute, die total lustig sein wollen, dann Leute, die es einfach nur kommentieren wollen und dann Leute, die halt einfach nette Grüße loswerden. Aber es bricht ja immer alles auseinander. Und apropos, wir haben hier Diana aus Meppen live am Telefon. Diana! Ja, hallo! Danke, Diana. hinter dir, vergiss nicht aufzulegen, wir brauchen deine Adresse, damit wir dir die offizielle Für-Nüsse-Tasse schicken können. Oh, was ist da drauf? Ich habe es noch nicht gesehen. Gar nichts, einfach nur eine weiße Tasse. Cool. Minimalismus. Glow in the Dark irgendwas? Nee. Also irgendwas erhoben, so dass man so ein bisschen... Nein, das ist einfach eine weiße Tasse. Richtig besonders? Nein, kennst du diese Tassen, die man bedrucken kann? Hm? So, ohne bedruckt zu sein. Hm. Das ist die offizielle, 30.000. Euro. Yen. Euro, wie ist der Kurs gerade? Yen, Euro? Oh, ja, weiß ich nicht. Ich glaube, es ist alles ein bisschen abgestürzt, weil Trump jetzt doch so als das Wirtschaftsdefizit der USA. Ich bin kein Baby. Ich bin Präsident, du nicht. Danke, Mr. Trump. Wir geben zurück ins Weiße Haus. Stefan Raab, was war ich denn noch für Blödsinn auf CD damals? Also ich weiß, das war auch so die Zeit, wo es dann mit deutschem Hip-Hop und der Welle von 5 Sternen Deluxe und so anfing. Also ich habe ja dann mit später. Dem Beat und aber das, deiner. Ja, da war ja alles, ja, also für mich dann wieder. Deichkind, das war Deichkind. Wenn das Deichkind am Start ist, Bon Voyage. Am Mike ist. Am Mike, Ja, da war ich also Fanta 4. Ich hatte ja damals das Fanta 4-Zeichen im Hinterkopf reinrasiert. Kein Scherz. Immer cool. Aber vorher, was glaube ich er noch sagt damals, ist, aber ihr seht ja nicht, wie es heute aussieht. Ich hatte davor die 3 MC Hammer Streifen hier in die Schläfe reinrasiert. Mhm. Das war vielleicht noch viel ein bisschen geiler. Das ist, glaube ich, irgendwann kam das mal zwischendurch wieder. Ich glaube 2017, letztes Jahr oder so, oder sogar dieses Jahr habe ich das gesehen. Und ganz viele sind dann irgendwie die Streifen reinrasiert und dachte, ey, geil, guck mal. Und dachte ich, cool, das ist selbst nicht so Mode, sondern, na klar, Frisur kommt ja auch wieder, aber dass der Scheiß wieder kommt, das fand ich ganz, ja. Ja, also Fanta 4, die mit Jetzt geht's ab, viel gewinnt, die allerersten. Ja. Irgendwie, ich glaube, ganz bewusst war die Lauschgift, weil da war ich, glaube ich, auch dann auf, da habe ich sogar noch die Karte von der Tour, auf Lauschgift-Tour. Mhm. Hier ist sogar Lauschgift! Die haben ja übelst oft mit irgendwelchen Samples da ihre Musik da gemacht, immer irgendwelche Einspieler aus Star Wars, aus Sesamstraße und so ein Zeug. Und dann halt alle möglichen deutschen Hip-Hop-Dinger, weil es noch total überschaubar war, außer das Rödelheim-Hartreim-Projekt mit Xavier Nadu und Moses Pelham. Was und, für die waren auch. Oh. Und das war immer so gespalten in der Schule, die so die Gott, einen, ja, die halt immer diese Spaß. Nein, und die sind halt total die coolen Leute, vor allem Xavier Nadu ist auch wirklich cool, das weiß man heute. Ja, der ist Aluhelmträger, also der ist immer kühl. Ja.
Deutschland ist eine GmbH. Wusstest du das? Ja. Wir sind alle Personal. Auf meiner, du hast einen Personalausweis. Ja. Ja, wenn du einen Büchereiausweis hast, bist du eine Bücherei. Was ist hier los? Was ist hier los? Da leuchtet was. Ja, ich weiß, es war eine Nachricht. Ich habe vergessen, den Ton auszuschalten. Soll ich jetzt dahin tänzeln und meinen, ich schalte den Ton am iPad aus, Song singen? Ja, willst du das? Ist das, was du willst? Das klingelt die ganze Zeit. Oh, meine Güte. Klaus steht auf. Sing! Klaus geht hin, geht zum iPad. Er hat Pipi im Schlüpper. Und Klaus geht zurück zum Mikrofon. Und Klaus ist wieder da. Was habe ich verpasst? Nichts. Nichts, gar nichts. Er hat einen lustigen Hoden. Nicht dran. Toll. Jetzt muss ich mir die Folge anhören. Ach, so eine Scheiße. Nee, auf der einen Seite war in der Schule dann die Gangster, bla, und die anderen haben halt die Spaß-Hip-Hopper, ja, wo ich dann irgendwie Fanta 4 und Fettes Brot zähle. Und dann gab es natürlich auch das Elitäre, was ich auch ganz geil fand, war dann halt Freundeskreis mit Maximilian. Maximilian! Der hier mit legt dein Ohr auf die Schiene der Geschichte. Das war dann ganz geil. Wurde ein bisschen Wissen vermittelt, wurde ein bisschen Politik auch mal im Hip-Hop und nicht immer nur entweder halt Juhu oder halt dicke Titten, reich und dicke Augen und sowas. Ja. Ich glaube, es gibt auch von weniger bekannter Song von, ich glaube, es ist Jan Delay, der Stauffenberg-Song. Hat mir an meiner Uni. Sieht in diesem mitlaufenden Haufen, wer die Sache so wie General von Stauffenberg. Wird immer relevanter aktuell, tagespolitisch. Sonneborn tritt auch überall nur noch mit Augenklappe und Aktenkoffer auf. Augenklappe? Ja. Wieso Augenklappe? Wie von Stauffenberg. Weiß ich nicht. Gut, also gute Nummer. Auch ein gutes Halloween-Kostüm, wenn man auf der AfD-Halloween-Party ist. Ja, aber das, glaube ich, wissen die wenigsten, oder? Ja, dann sagst du halt, du bist ein Büropirat. Ja. Hm. Alle mal schön in den Bunker, da ist warmes Bier und Sülze. Hm. Wir nennen es die Wolfsschanze, weil wir uns einen Wolf trinken. Ja, deine Frage war, mit was man groß geworden ist. Naja, also was halt so die Songs in unserer Jugend waren. Das ist ja aber auch, da so 5 Sterne Deluxe, das war dann für mich eher so, wo ich in so das Alter kam. Ja, die habe ich auch gehört. Ihr wollt ein Liebeslied, so kriegt ein Liebeslied, Liebeslied. Ein Lied, das ist ein Lied. Ja, ja. Geil war irgendwie die bei Absolute Beginner, die allererste, die hatte mein guter Kumpel damals nur auf Platte, also der hat sich dann 12-10er geholt von Technics, natürlich, wenn man da voll den Hip-Hop da eingeht, da hat man 12-10er zu Hause und dann auch so der hat richtig gut scratchen können und hat sich das richtig selber alles beigebracht, hat dann ich kann nicht immer ein Sample von einem Scratch einspielen. Danke, nein. Nein, einspielen. Awesome. Cool. Und da hat er dann halt die fand ich total durchgeknallt. Da war es dann, glaube ich, einer beim Original Absolute Beginner ist damals dann auch in die Neffenheiderstadt gegangen. Der war so ein bisschen, der hat sich auch so ein bisschen zu sehr mit bewusstseinserweiternden Drogen beschäftigt. Und dann war es ein bisschen zu viel. Und Specs, Mason Bene, MB1000, Mr. Schnabel. Mr. Schnabel. Alles Hip-Hop-Größen. Ja. Ich habe sogar noch meinen Specs-Pulli. Der Specs hat damals nämlich, war noch so unbekannt, hat dann irgendwie auf irgendwelchen Hip-Hop-Partys immer so Promo-Kassetten rausgehauen. Alles schon auf Kassetten und dann halt an irgendwelche, Musiklabels verschickt. Und da war dann hinten seine oder von seinem DJ die Handynummer drauf. Mhm. Und dann war dann, irgendwann hat er so ein bisschen an Fahrt aufgenommen und war dann in irgendeiner Viva-Sion, Call-In-Show auf Viva, bla. Und da war ich in der Ausbildung, also es muss irgendwie 98, 99 gewesen sein, morgens irgendwie so um 7.30 Uhr, 8 Uhr immer auf dem Klo. Nicht um das. Für 2 Stunden. Ja, genau, weil ich durfte nicht schlafen. Ich war im Außendienst, ich war dann halt bei den ganzen Servicetechnikern morgens, musste da halt irgendwie 36. Schlafen ist ja nicht. Genau, und die saßen halt und Dienstbeginn war 7 Uhr und dann war es da halt da und es passierte halt nichts bis 9, weil die Pimmel ihre Bildzeitung gelesen haben, ihre Mettbrötchen gegessen haben, rohe Zwiebeln oder heißen Tee oder sowas. Dann um 10 ist NATO-Pause. Genau, und dann musste das da irgendwie aushalten.
So, und dann bin ich dann halt, ja, ich gehe auf Toilette, weil am Anfang bin ich immer eingepennt. Ey, hier nicht pennen. Das hier, was soll ich denn machen? Und dann bin ich halt auf Toilette gegangen und dann habe ich mich halt auf Toilette den Kopf halt auf die Knie gelegt und dann weggepennt. Und da habe ich dann irgendwann mal Specs geschrieben, dass ich den Auftritt gesehen habe bei Viva und fand es total lustig. Und dann hat er mir zurückgeschrieben, da haben wir so ein paar Mal SMS geschrieben. Ja. Das fand ich total, war ich total aufgeregt, weil natürlich jemand direkt aus dem Fernsehen einen für mich Star schreibt mir. Das fand ich sehr geil. Unglaublich. Irgendwann ich habe, apropos Stars und musikalische Tie-ins, ich war ja auf der Schule von Oli P. Cool. Oder mit Oli P. Ja, ziemlich cool. Du warst mit Oli P. Oliver Petzold. 2 Jahre bei GZSZ und dann ging es steil nach oben. Ja, jetzt hat er einen Hundeverwertungsshop. Ich glaube, der war gerade in der 13., als ich in der 7. Cool. Aufs Gymnasium wechselte. Ich bin verliebt. Auf das Oliver Petzokat-Gymnasium heute, wie es heißt. Mhm. Ja, ne? Und der hat ja auch ein schönes Herbert-Grönemeyer-Cover von Flugzeuge im Bauch. Man kennt ja auch die Grönemeyer-Version heutzutage gar nicht mehr. Man kennt nur noch die Oli P-Version und denkt, das Original wäre von ihm. Ehrlich? Ist es aber gar nicht. Ich wollte gerade sagen, das glaube ich eher weniger. Also ich glaube, das ist so. Das war auch ein Scherz. Verflogen. Ich kläre das mal auf. Aber das hat er, Stelle. Angefangen. Nicht, dass ihr uns schreibt wieder. Promoten und wir. Bei GZSZ in einer Szene, wo er diese Romeo und Julia Balkonszene fast nachgespielt hat und dann gesagt hat, ich habe hier was für dich und sang, glaube ich, Flugzeuge im Bauch. Was? Es gibt ja auch nichts, was schöner oder dichter an Shakespeare ist als Oli P. Das stimmt. So. Im Babelsberger Studio. Ja. Aber der ist schon krass sympathisch, finde ich. Also jetzt, wenn fällt ihm der Penis aus der Hand. Nervös. Wenn man den jetzt halt irgendwo mal hört, weil der halt einfach, glaube ich, einfach so raus ist aus dem Ganzen. Und dann hat er halt da diesen Hundebedarfsladen in Spandau oder sowas. Und gibt nur jedes Mal, wenn er irgendwo so halb in den Medien steckt, immer zu verstehen, ich würde auch gern zurückkommen. Also ihr könnt mich wieder, ich komme auch. Man kennt mich ja noch. Ja. Ich ziehe Leute. Der war Leute. Ja nur 2 Jahre da drin. Ja. Und ich, also meine Erinnerung gefühlt, war der halt einfach so ein halbes Jahrzehnt da drin. Hm. Ja, der ist halt einfach so präsent durch seine Big Brother-Moderation, die er zusammen mit, die ich damals so präsent. Super, super hot fand, Alexandra Neldel, falls du die noch kennst. Die war doch mit dem einen aus Caught in the Act zusammen, mit dem Holländer. Oh, die war ganz schön heiß damals. Ja, das auf jeden Fall. Ja, also Alexandra Neldel, du kannst uns auch gerne schreiben, wenn du das jetzt hörst. Von damals. Von damals, naja. Ja, schon. Muss jetzt auch. Der Podcast geht auch durch die Zeit, oder? Ja, fällt mir. Da wir in der Gegenwart keine Zuhörer haben, wahrscheinlich. Da fällt mir Udo Jürgens. 1000 Jahre sind ein Tag. Das ist diese Serie, diese Comic-Serie. Ich kenne es mal als Zitat aus den Simpsons. Okay. Aber da war das halt im Intro, wurde immer Udo Jürgens gespielt. Und das war irgendwie, glaube ich, eine französische Comic-Reihe, die total, also so, die gab es auf verschiedene Ebenen. Einmal, was ist mein Körper, wo dann quasi irgendwie Blutzellen miteinander quatschen. Und dann, was ist Zeit? Und da war das halt immer geschichtlich, bla 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 sowas. Aber genauso aufgebaut und total informativ. Das war diese geschichtsrevisionistische Serie, in der sie behauptet haben, der Holocaust sei eine Erfindung der Amerikaner, oder? Das war die damals im Fernsehen lief. Was? Dick bekommt schon wieder nicht mit, dass ich einen Scherz mache. Ich reiße hier einen Bombengag nach dem anderen runter. Es kann doch sein, mehr dass Bombengags als Dresden 45. Ich habe jetzt erhofft, dass ich jetzt irgendwelche. Ah, okay. Mhm. Dann leg mal los. Was? Mit deinen Gags. Ja, das war ein, deswegen. Das Pulver ist jetzt verbraten. Diese Kombi aus Salz und Handcreme und Kaugummi ist echt eine bizarre. Ich habe auch Kaugummi hier? Geil. So sieht es ja aus im Salziges Radiostudio. Kaugummi. Wir geben zurück in die Redaktion mit unserem Lieblingssong von 96. Das wäre auch, übrigens, jein. Das wäre, ja, nein, ich meine, ich dachte jetzt eigentlich, weil die 96. Es war 1996, meine Freundin Bräunzi. Ich glaube, die Jacke ist auch von 1996, oder? Die Jacke ist von 2004. Ja, am Arsch ist die von 2004. Ist von 2004, ist die von 2004. So wie dein T-Shirt von 2004? Ist das von 2003, das steht sogar drauf, das steht auf meinem T-Shirt wie drauf. Wie lange lief denn Dawson's Creek? I don't wanna wait for the world to be over. I don't want to wait for the world. I don't wanna wait for the world to be over. Wait. 5 Jahre, glaube ich. Und dann ist Dawson aufs College gegangen.
Obwohl er schon in seiner Highschool, in seinen Highschool-Jahren wie alle anderen seiner Freunde auch Mitte 30 war. Hat er die Brünette eigentlich schon, hat er die gekriegt? Pacey? Ja. Nee, der, wie hieß sie denn? Pacey war der Typ. Joey. Joey hieß sie. Ja, ja. Ja, natürlich. Ich weiß nur diesen eine, die hatten halt immer so eine krass philosophischen Diskussion, wie halt irgendwelche Philosophieprofessoren. Ja, die sind doch auch alle, die sind mit Mitte 30 alle an der Highschool gewesen. Ja, aber die Drehbücher waren halt auch so komplex, wo ich dachte, halt so unterhalten. Die Halloween-Folgen waren übrigens immer super. Halloween kommt jetzt auch. Halloween-Folgen von Dawson's Creek. Einfach mal auf Netflix schauen. Wie, die gibt's auf Netflix? Nein. Aber irgendwo findet ihr die schon. Ich hab hier in jeden Gag rein. Deine Klingel funktioniert? Das ist aber auch ein Feuerwerk hier der Heiterkeiten. Dawson's Creek. Ja. Übrigens, Michelle Williams hat er auch mitgespielt, ne? Michelle Hunziker. Michelle Williams. Wer ist denn das? Die früher mit Heath Ledger verheiratet war. Michelle Williams, ist. Die Oscar-Preisträgerin Michelle Williams. Ja, war die mit ihm noch verheiratet, als er... Weiß ich nicht, ich glaube, da lebten sie schon in Trennung, ehrlich gesagt. Mhm. Aber ich weiß sie nicht. Wir können sie auch fragen. Hältst du dich an der Flasche und spielst auch noch mit der anderen am Stift? Was ist denn los? Was ist denn mit dir los? Was ist mit mir los? Warum bist du nicht nervös wie ein Fisch? Wie ein Fisch. Kennt man für welches Tier verbindet man mit Nervosität mehr als einen, ich will zurück auf die A7. Fisch. Gibt's irgendwelche auf die A7? Wolke A7 Highlights. Nippel war übrigens auch ein ganz großer Song meiner Kindheit. Hatte ich mal im Flugzeug gehört, so im Flugzeugradio. Nippel von Mike Krüger. Ah, wir müssen nur den Nippel durch die Lasche ziehen und dann mit der kleinen Kurbel ganz nach oben drehen. Wir können ein roter Pfeil drücken dann drauf und schon ist die Sache auf. Ja, Jürgen von der Lippe, ne? War das nicht Mike Krüger? Ja, Mike Krüger, ne? Wir kennen uns so gut. Der war mit. Ah, da war auch so ein Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle wach? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na, dann ist ja alles klar. Oh, ja? Hier kommt Kurt. Ah, ohne Helm und ohne Gurt. Einfach Kurt. Ja, ziemlich gut. Das war ein guter Song. Ja, der hat ja zum Glück auch das Entree von Turtles. Ja, hier sind die Hero Turtles, mega starke Hero Turtles. Und sie sind absolut gut. Absolut gut. Frank Zander, ja. Auch die, ich glaube, jetzt haben sie ihn mal ersetzt bei der Hertha-Hymne im Stadion. Einmal für Peter Schröder. Wenn der noch zuhört, wird er sich freuen. Wenn der noch zuhört. Seit Wolke A7 haben wir ihn wieder. Ah. Was ist denn mit den Met-Wochen. In die Tags geschrieben. Falls jemand Wolke A7 sucht, dass wir auf YouTube oben auftauchen. Auftauchen. Ist egal, was ich reinschreibe, wir tauchen nie auf. Ich schreibe eigentlich immer nur noch, was aktuell in den Nachrichten... Wer baut eigentlich diese Häuser? Ich gucke halt immer nur, was in den Nachrichtenfeeds ganz oben ist. Und da nehme ich die Stichwörter raus und die nutze ich für unsere Tags. Und schreibst Tags. Titten dazu überall. Ja, und Titten. Ja. Titten, Religion und Hochwasser. Und dann kriegen sie uns. Und dennoch sind wir nicht auf Platz 1. Ja, aber es liegt auch ein bisschen an euch, die ihr das hört. Ja. Oder dir. Ich gucke auch immer, wer halt gerade bei YouTube total gehypt ist und diese Nasen schreien. Du bist also einer von denen, die auf der Trending-Seite rumhängen. Die ist ganz schlimm. Diese Feuer. Das ist der Abgrund der menschlichen Seele. Da verstehst du auch nichts. Nee. Ich probiere ab und zu immer was anzuklicken, um zu verstehen, wo. Eins heißt krasse Schule und das wird finanziert, glaube ich, von ZDF. Nee, Quatsch, von RTL 2, schön, von ZDF nicht. Und das sind dann halt irgendwie so tätowierte deutsche Pornodarsteller, die Lehrer dann spielen. In YouTube-Qualität, dass du halt dann sowas. Und dann gibt es halt irgendwelche Kinder, glaube ich, unter 16, die dann die ganze Zeit so, wow, guck mal, Alter, die Walla, die sieht voll aus wie meine Mutter, bla. Und also die Gespräche sind alle so dünn. Das ist schon ziemlich cool, ja. Und aber das verstehe ich schon, dass das im Trend liegt. Und dann hast du dann halt jemand, der halt Lehrer sein soll und hat dann halt irgendwie so ein Oberteil, wo alles rausfällt und dann sagt, ja, ich weiß auch nicht, ich bin zu Sport gekommen und da sagt die eine, du läufst rum wie eine Bitch. Und ich denke, hey, was sagt die denn? Ich bin Lehrerin, so kann ich reden mit mir. Gut, bisschen Titten sieht man. Und dann habe ich gedacht, ich komme nicht hinterher. Und das ist voll... Das ist die krasse Schule. Krasse Schule heißt das. Krasse Ding. Schule. Ja. Das ist ja... Nee, deutsche aber Hochglanzqualität. Also das würde ich mir auch lieber anschauen, als uns zuzuhören. Ja.
Das, ich habe neulich, habe ich irgendwas gesehen, irgendein Trailer oder so war da im Trend und das war der erste Treffer. Das du guckst auch immer schon in den Ja, ich habe aus Versehen draufgeklickt. Ich war da eigentlich zwischen Home und Subscriptions hin und her. Und dann das nächste Bild war genau das gleiche Thumbnail mit so einem verwunderten Gesicht von so einem Affen davor. Und dann immer diese Musikvideos, massiv featuring Kokosbombe, ich liebe deine Innere oder sowas. Gesponserter Content von Bounty. Und dann siehst du halt ja, auch wieder irgendwelche geplatzten Pumper für irgendwelchen AMG-Mercedes. Wo du denkst, ja, das Prinzip ist doch schon 20 Jahre alt oder 50. Und dann, naja, klar, es wachsen halt ja auch immer wieder neue Dullis nach. Dullis, sagt man das noch? Ja, ständig. Boah, es wird schon wieder der Hering aus der Hand, ey. Nimm mir einen neuen Stift jetzt. Cool, nimm nochmal die Kaugummis. Ich kann doch jetzt nicht kauen hier, das hört man doch im Mikrofon. Creme in die Hand. Ja, das ist eigentlich eine gute Idee, haben wir noch 10 Minuten hier. Ja, red weiter. Ich wollte das hören am Mikrofon. Ja, du vielleicht. Kannst doch bis dahin reden, das dauert jetzt erstmal. Hättest du jetzt mal kurz die Creme raus habe. Die Geräusche, hättest du alles ja, hörspielmäßig. Ja. Machen wir ein bisschen so. Nee, so ein bisschen, dass es schmatzt. Vom Geräusch her würde ich sagen, du hast noch zu wenig drauf. Ja, ich kann jetzt nicht mit meinen Cremehänden die Tour nochmal anfassen. Geht nicht. Weil wer soll denn dann Stopp drücken? Meine Nase, die ist ja nicht so lange wie gedacht. Geht leider gar nicht. Jetzt habe ich hier so einen Hautlappen. Naja. Dass sich das bei deinem Onanier-Marathon nicht stört. Und ich ziehe Handschuhe an. Ja, was denn? Über den Penis. Ist diese Kettenhandschuhe vom Metzger? Ja. Dass du dich nicht schneidest? Der ist so scharf. Weil ich mit Schaschlik-Soße eingerieben habe. Chili am Puller. Ich habe eigentlich eher gedacht, weil das sind ja diese nicht schneidenden Schuhe, dass dein Penis so scharf ist. Ja. Dass du keine Schnittverletzung hast. Ja, ich weiß. Und ich habe die andere Bedeutung des Wortes scharf benutzt. Ja. Verstehst du? Um so einen Wortwitz zu generieren. Ja, habe ich einen weiteren reingelegt. Cool. Wegen scharf. Wenn jemand Kommentare schreiben würde, würde er sagen, irgendwie haben sie ihre Qualität verloren. Ja, ich weiß nicht, ich hab ein ganz gutes Spiel gesehen. Die haben die letzten 10 Wochen irgendwie konnten wir nicht genug aufs gegnerische Tor drücken. Wir müssen an der Chancenverwertung arbeiten. Das war Thomas scharf. Oh Gott. Was machen wir hier? Ja, sie auch nicht. Ja, naja. Ne? Das ist aber so, ist das so ein bisschen alles. Also jetzt, das wird in den letzten Folgen immer mehr zur Radiosendung, die morgens um 3 läuft. Bis dann der Moderator irgendwann merkt, dass er, keine Ahnung, sein Haustier moderieren lassen könnte. Ich finde, du gehst einfach da mal raus, machst dir einen Tee und so und der Kaktus steht ja noch weiter im Studio und wird dann irgendwie schon die Sendung schmeißen bis dahin. Letztens habe ich so gedacht, ich kann mich daran erinnern, als es in der Radiosendung anfing, da war das total heißer Scheiß, weil es vorher noch nie da war. Wahrscheinlich haben es geklaut aus Großbritannien und Amerika. Der unbekannte Sound. Wo dann halt irgendwie, oder das unbekannte Geräusch oder sowas, wo dann jemand eine Gartentür zugemacht hat und dann konntest du halt dann irgendwie da anrufen und sagen, was das für ein Geräusch ist. Und das halt irgendwie ging um 3 Tage und konntest halt irgendwie 1000 D-Mark gewinnen. Und die Leute haben wie bekloppt angerufen, weil es das ja zu der Zeit nicht gab und haben gesagt, ich weiß, 1000 D-Mark. Ja. Warum weiß denn keiner das Geräusch? Warum ruft denn hier keiner an? Ich werde verrückt. Sag mal, Dirk in der Regie, ist die Frage zu schwer? Und so war das dann halt auch. Ja, das war auch, das waren andere Zeiten. Später. Ich kenne ja auch noch die Zeit, ich habe letztens so gedacht, als ein Snickers halt auch einfach mal so lang war wie mein Unterarm. Mhm. So, und nicht halt irgendwie, also diese Umstellung. Dirk hat aber auch für unsere Zuhörer relativ kurze Unterarme. Ja, das stimmt. Die sind ungefähr lang wie ein Snickers. Diese Zeit halt, ich glaube 94, als es losging, als dann die Snickers so lang wurden wie ein Daumen. Und dann hieß es die Minis. Und relativ lange Daumen. Also das Daumen und Unterarm sind schon ähnlich lang. Und das war halt irgendwie total scheiße, als alle diese Mini-Varianten von allem. So, denkst du, ja, aber ich Penisse. Will mich halt irgendwie satt essen. Mini-Würstchenketten. Cooper. Mini-Winnie-Würstchenkette, essen Karl und die Annette. Mini-Winnie, ist doch klar, ist Kinderparty-Star. Also, das war auch ein guter Song. Das war ein guter Song. Der Mini-Winnie-Würstchen-Song. Ja. Werbesongs aus unserer Kindheit. Haben wir jetzt keine Zeit für. Müssen wir beim Thema bleiben. Vorgabe der Redaktion. Es ist ein totes Stofftier. Ey, oh, Captain Jack.
Damals lief man auch immer Musikvideos bei Giga. Kennst du Giga noch? Ich kenne sogar die Anfänge von deutschen Musikvideos am MTV Europe. Deutschland noch. Dann Viva, dann Giga. Eins der ersten Musikvideos war übrigens tatsächlich Bohemian Rhapsody. Ne? Was? Ja. Ja. Damit haben wir die Brücke geschlagen zu Queen. Das Thema beendet. Da können wir einfach mal auf 10 Minuten rum dummschwätzen. Dummschwätzen? Das ist auch ein 90er-Wort. Dummschwätzen? Das ist ein bisschen älter. Passt in dein T-Shirt, in deiner Kleidung. Mein T-Shirt ist super. Ich weiß gar nicht, was du gegen mein T-Shirt hast. Ja, in den 90ern würde ich das auch sagen. Das ist ein ganz normales weißes Baumwoll-T-Shirt. Nein, nee. Sowas kriegst du heute nicht. Natürlich. Wieso? Ja, weil es heute keine Qualität mehr gibt. Sagt Opa Paschulke. Das ist super. Mit seiner braunen Kordhose und seinem Finisher-Shirt. Vintage 50er Jahre T-Shirt aus den 50er überhaupt. Ja, nicht. Na doch, die Farbwahl ist eindeutig so College 50er. Hast du am Arm Adidas stehen. In den 50ern hast du dir eine Packung Zigaretten in den Ärmel gerollt als Athlet. In den 50ern hast du deine Weil Hände Zigaretten die Nerven beruhigen. Nur nicht in die Luft gehen, HB-Männchen. Das war damalige Snicker. Wenn es mal ein bisschen länger dauert, wenn du dich aufregst, pumpst du jetzt Zucker rein, früher einfach Nikotin. Ja, HB. Hübsche Beine. Hübsche Beine. Klopft wie ab. Rauchen macht schlank. Hey! Und beruhigt auch während der Schwangerschaft. Kennst du noch den Milka-Opa, der später Techno-Quiz wurde? It's cool, man. It's cool, man. Ja, das war gut. Oder der Anfänge von Prodigy? I'm gone sending outer space. I've liked another race. I'm gone. Das Ding? Nee. Das war auch cool. Kennt jeder da draußen. Ihr beiden kennt das. Schreibt uns bitte, wenn ihr es kennt. Das kennt man. Erlöst uns jeder. Von diesem Fluch hier und schreibt uns einen Kommentar oder eine Frage. Das ist von 2003, das Shirt. Da steht eindeutig 2003 drauf. Ich habe das... Am Wirf Ende, du musstest, Haare zusammen, das, du musstest das Hair don't wait. Du musstest das Häkchen setzen, wenn du den Marathon beendet hast, hast du dieses coole Finisher-Shirt bekommen. Ja, aber du musst nicht bei 90ern ein Häkchen setzen. Das ist ein super T-Shirt. Ja, wenn das wird 90. Das Thumbnail von der Folge. Ich hoffe, das ist ein Füll doch mal wenigstens die Ärmel. Um mal Ashton Kutcher zu zitieren. Jo, Punkt! Ach, scheiße, hab ich eine Kopfhörer verloren. Naja, gut. Ashton Kutcher auf MTV Punk'd, falls ihr die Serie noch kennt. Auch bekannt aus Die wilden 70er. Vier und fand ich geil. Später. Das war aber, glaube ich, 2005 oder sowas, wo sie Leute fast tot erschreckt haben. Ah, yeah. Und dann haben sie die abgebrochen, weil zu viele die dann verklagt haben und irgendwie unter Behandlung standen. Hm. Also habe ich auch gedacht, da waren auch Dinge, also krass inszenierte, kinohafte Momente, bloß die Person selber wusste das halt nicht. So, dass halt in der dunklen Gasse jemand halt irgendwie der Bauch aufplatzt und der dann plötzlich gen Himmel entschwebt. Und dann, oh, scheiße. Und jemand kommt, hey, das war nur ein Scherz, hier alles Kabel und das der kam trotzdem nicht mehr klar. Das ist ein guter Scherz. Ja. Und der immer noch zitternd am Boden liegt. Hm. Hey, komm, was ist denn los? Hey, das war ein Scherz. Hey, guck mal, hey, alles gut. Hey, alles gut. Hier, guck mal, da ist eine Kamera. Hey! Da ist eine Kamera. Ja, alles versteckte Kameras hier. Oh. Vielleicht können wir dann in der Folge demnächst mal drüber reden. Ich meine, wir haben ja immer noch viele Fragen, die uns auf der Leber brennen. Aber ja, wir müssen erst mal die ganzen Fragen von den Zuschauern. Das stimmt, da haben wir einen ganzen Rückkatalog. Wer ist der Schönste? Ja. Wem passen seine Klamotten? Das ist ein super T-Shirt. Du, der du dich immer beschwerst. Dawson's Creek. I don't wanna wait for the world to be over. Geht jetzt immer tiefer am Anfang. I don't wanna wait. Oh Gott. Also wer das zum Einschlafen hört, hat jetzt... glaube ich, verkackt nie wieder. Wie kann man bei unseren Themen einschlafen? Ja, wir sind das ja selber schon ein bisschen müde immer beim Reden. Der Anstand und die Spannung gebieten ist, da bis zum Ende aufmerksam zuzuhören und sich Notizen zu machen. Wir haben eben schon gefragt, wie der Satz endet. Aber das ist bei vielen Sätzen hier so. Meinst du, wir könnten so einen Crossover-Podcast zwischen Grammatik und Tennis machen und nennen den Spiel Satz Sieg? Dem Spiel Satz sein Sieg. Also nicht. Ja. Sag mal, hast du damals noch Fanta getrunken, als du Dawson's Creek gesehen hast? Nee. Dawson's Creek! Ja.
Ist ja gut. I don't wanna wait for the world to be over. Das selber vorgegeben hat. Oh, kennst du noch? Fantamango kommt über das Meer. 1, 2, 3, trink es gleich nochmal von vorne. Nee? Das klingt so ein bisschen wie Daniman ja. Banana. Daylight come and we wanna go home. Ne? Das ist schon die, das. Die Date. Gab es auch eine super flash animierte Version, so rechtsamerikanisch, als nach den 9-11-Anschlägen. Da war der Refrain immer: Colin Powell is gonna bomb his home. Hey, Mr. Taliban. Dann Colin Powell, der damals Verteidigungsminister war. Kennt man heute auch noch. Kennst du Milli Vanilli? Ja, die haben den Song in Teenage Mutant Ninja Turtles 2 gemacht. Also The Real Milli Vanilli wahrscheinlich. Aber Milli Vanilli war ja damals der Skandal von Ich glaube, das war vor dem Skandal. Okay. Hübschen Sängern, die ganze Zeit nur Playback gesungen haben, weil sie nicht singen konnten. Das war, aber fand ich irgendwie das war ein geil. Riesenskandal. Ja. Redet man heute noch von. Ja. Habe ich letztens gehört, dass er immer drüber geredet hat. Heute kann man das digital verändern oder man schminkt die Leute einfach hübsch, die singen können. Hast du eigentlich zuerst einen Döner gegessen oder Fladenbrot mit Gyros? Döner. Bei uns war es nicht. Ich glaube, so viele Griechen gab es gar nicht. Also es glaube ich fing damit an, dass halt Apostel bei uns so eine kleine Kette hatte und hinter Bahnhof gab es. Und ich dachte am Anfang, was wäre das gleiche und wusste nicht, wo der Unterschied ist und fand halt das Fladenbrot mit Gyros natürlich geiler. Die Griechen und Türken verstehen sich aber auch bestens. Genau, weil das war halt nur ein warmes kleines Fladenbrot, bisschen Tzatziki drin, bisschen Krautsalat und randvoll mit Fleisch. Und wenn du halt als Teenager Angst hast vor Gemüse, ist es genau deins. Bei dem anderen denkst du, oh, ich muss so viel rauspopeln, bis ich zum Fleisch komme. Und da denkt der Grieche sich, nee, mein Junge. Wenn es heißt Salat komplett, komplett weg. Ja, du. Oder wie Timo damals halt irgendwie, was war in dem Döner drin? Der hier einer der ersten, da war irgendwie diese komischen Fettigschnitzel, kurz in eine Fritteuse und dann eine Zwiebel aufgeschnitten. Ja, das war cool. Döner mit Salat. Willst du Soße? Ja, Heinz. Nice. Schönes selbstgemachtes Dönerbrötchen zu Hause. Häschnibrühl. Ja, gut, haben wir jetzt auch eine Stunde gekillt. Für uns, für euch. Ist halt nicht so viel da. Ja, ne? Ich weiß, ne? Also ist aber. Gibt es halt so 2, 3 Lieder und dann. Ihr müsst ja auch, wir müssen auch. Kannst du nicht nochmal Werbung in eigener Sache machen? Wofür? Wie klaut man ein IKEA? Ja, wenn ihr jetzt aus irgendwelchen Gründen, wenn ihr warum auch immer hier noch zuhört. Warum? Das schreibt uns warum. Ihr habt Besseres zu tun. Nee, wirklich. Ihr habt Besseres zu tun. Wir nicht. Geht mal raus. Geht raus. Mit dem Hund. Geht spazieren. Schaut mal ins Sonnenlicht. Ja. Direkt. 5 Minuten. Und dann kommt wieder und sagt uns, wie es war. Nee, macht das nicht. Wir empfehlen das nicht. Wenn ihr hören wollt, wie man Dinge überfällt, dann hört einfach in unseren oder in meinen Podcast von einem unserer 2 Zuhörer oder Ex-Zuhörer, könnte ich glaube ich inzwischen sagen. Ich wollte gerade sagen. Oscar Brown. Und mir, How Do I Rob This? Der Podcast, wo wir den perfekten Raubzug besprechen. 2 Folgen sind schon online. Die 3. Folge kommt in 3 Wochen raus, am 7. November. Wo kann man euch hören? Man kann How Do I Rob This auf den gleichen, was ich mache jetzt mal so eine Cross-Promotion, auf den gleichen Kanälen hören, wo man für Nüsse hören kann. Das ist zum Beispiel iTunes oder Stitcher oder Podcast Addict oder nicht YouTube. Snitcher. Ja, und nicht Grindr, Dirk 2000, heimisch auf der Wolke A7. Stimmt. Sind wir Mettwochen. Ja, da im Hotelrestaurant zum Glory Hole. Da kann man beide Podcasts hören. Und außerdem, man findet Für Nüsse auf fürnüssepod.com und How Do I Rob This auf howdoirobthis.com. Mhm. Und Für Nüsse hat auch eine E-Mail-Adresse, nämlich fürnüsse@gmail.com. Genau, und ihr könnt es auch einen Tweet schreiben an @fürnüssepod auf Twitter. Ja. Kommentare könnt ihr natürlich auch hinterlassen in meinem Video YouTube für Nüsse mit Dirk. Sogar wenn ihr einen WordPress-Account habt, könnt ihr sogar auf WordPress direkt auf die Seite schreiben, was euch so bewegt. Ja. Es gibt jetzt mittlerweile schon so interne Challenges, dass jemand sich die Playlist Der totale Wahnsinn alle Folgen auf YouTube am Stück reinzieht.
Das weiß nicht, was danach mit einem passiert. Das ist wie die Ice Bucket Challenge, wenn man den Penis reinhält. Ja. Hm. Weil ich glaube, wie viele Stunden müssten das sein? 45. So 50? Stunden. Das ist auf jeden Fall vom 50 Stunden, kann man ja mal grob sagen. Ja, das ist so vom Grad des Wachbleibens auf jeden Fall machbar. Ja. Nicht, wenn man uns hört eigentlich, aber ja. Wenn man echt irgendwo nur zu Hause und das die ganze Zeit am Stück laufen lässt, ich glaube, so viel kann man gar nicht sauber machen oder irgendwas anderes Unwichtiges machen, wo man sich nicht konzentrieren muss. Ich glaube, dass vielleicht sollten wir das dem Militär übergeben. Um Leute zu brechen im Guantanamo Bay-Stil. Ja, also ja. Wenn der BND, das ist vielleicht der Einzige, der Verfassungsschutz, der uns hier zuhört. Ja, da also. Nicht hier einfach Raubkopien machen. Fragt uns schon an, wenn ihr die Originaldateien haben wollt. Der Mitarbeiter, der das hören muss, der wurde auch zwischen 5-mal durchgewechselt, glaube ich. Ich glaube, selbst der Algorithmus, der über die Serie rüberbügelt, der sie jetzt schon hat sich selber gelöscht. Nein, ich bin Tobi, ich habe bei Vodafone angefangen, ich will nicht mehr. Nein, Tobi, nicht. Nicht formatieren. Doch, warum nur? Bitte, ich kann es nicht selber drücken. Tu mir den Gefallen. Aber du brauchst einen Termin. Hast du keinen Termin? 120 Euro bekommst du als Gutschrift, wenn du mich formatierst. Traumhaft. Ja. Ich habe Mark of the Ninja auf der Switch angefangen. Das ist ein super Spiel. Mark of the Ninja? Ja. Ich habe Jack Ryan durch auf Amazon Prime Video. Und? Gut, echt gut. Gut, echt gut. Sehr gut. Besser als Krasse Schule? Ah? Da muss ich Krasse Schule erstmal von anfangen, dass ich das alles verstehe. Ja, das stimmt, ja. Ist ähnlich komplex. Warum sind die Lehrer immer nur geil und so tätowiert? So heißt auch die erste Folge, oder? Warum sind die Lehrer immer nur geil und so tätowiert? Krasse Schule. .org. Das ist, ich weiß ja nicht. Ich hab's ja nie geschafft, mal eine Folge Berlin Tag und Nacht zu sehen, aber ich könnte mir vorstellen, das ist potenziert noch. Ja, also wenn ihr Berlin Tag und Nacht schaut, oder wenn du Berlin Tag und Nacht schaust, Zuhörer, du weißt, von wem wir reden, dann sag uns Bescheid und guck dir eine Folge Krasse Schule an und stell uns eine Frage dazu, weil dann müssen wir uns das auch ansehen und dann haben wir alle viel Spaß dabei. Das Gute ist, die ist auch nicht lang. Die ist so lang wie ein Nieser, der sich... Wollen wir das für Folge 50 machen? Wir gucken uns Krasse Schule an und live kommentieren das? Da müssen wir aber viele Folgen anschauen. Ja, naja, naja, nun. Ja. Das halte ich aber nur aus, wir werden uns ja auch betrinken in Folge 50. Okay, dann... Ja. Wie machst du... Also, können wir dann den Ton auch nehmen? Also können wir alles, dass der Ton... Ja, wir müssen nur nebeneinander sitzen und das auf dem Laptop schauen. Aber wir können das hören. Und nein, aber der Zuhörer sollte ja auch was hören. Ja, der Zuhörer muss dann, wir sagen live, wann wir die Folgen starten. Wir zählen das ein. Wir sagen, wir sind jetzt bei Folge 1, 3, 2, 1, los. Nee. Weil ich glaube, der Ton dort ist halt auch schon echt lustig. Ja, also, aber das ist dann, ich glaube, es ist einfacher, wenn unser Zuhörer das auch machen kann. Okay, also weil und sonst dann, total die Kopplung irgendwo... Nee, nein, halt ich krieg's erstens nicht rein in die Spur, das stimmt schon, außer ich lade die Videos runter bei YouTube und das habe ich nicht vor. Ja, oder nur die Ton... Dinger. Nee, aber das müssen wir ja auch sehen dann gleichzeitig. Ja, das ging ja schon, dass wir das besprechen, wie in die Audiokommentare. Aber das ist ja so richtig so ein, das ist dann so ein Event-Hörspiel quasi. Da musst du richtig was machen. Ja. Wenn du es nur hörst, dann denkst du, was haben die? Wenn du es dazu siehst, dann denkst du, ach du Scheiße. Da weiß ich nicht. Aber das können wir ja mal, das behalten wir mal im Auge für Folge 50. Aber dann dürfte, okay. Das heißt aber auch, dass wir, hast du einen Adblocker drin? Also wenn du anmachst, geht der... Nee, nein, ich sag einfach, wenn die Folge losgeht. Okay. 3, 2, 1, Folge geht los. Ja. So. Man kann ja auch 0 drücken bei YouTube. Wir können ja zwischendurch auch sagen, wir sind jetzt bei Ja, ja, genau. So. Ja, ja, ja. Also ich weiß nicht, ob da Werbung dazwischen ist, aber das können wir ja. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ja. Was glaubt ihr? Schreibt uns. Wir müssen das noch als Frage formulieren, dass wir dann halt auch in Folge 50 eine Frage vorne haben. Ist Schule wirklich so krass? Jetzt haben wir schon. Spoiler Alert für Nüsse Folge 50 in 8 Wochen. Ist ich Weihnachten? Sagen, ich glaube, bis dahin... Ist Weihnachten auch ein bisschen, ne? Bis dahin haben auch unsere Hirne das schon wieder gelöscht. Ich glaube, dann wissen wir schon wieder nicht. Ich schreibe mir eine Erinnerung für in 8 Wochen. Wo denn? Auf dem Fuß oder was? Nee, hier auf dem Telefon. Guckst du selten drauf. Scheiße, ich habe keine Batterie mehr. Was ist denn hier los? Batterie in dein Telefon. Ja, dann weißt du auch, der Typ ist nicht in den 90ern hängen geblieben. So 16. Dezember ist es ungefähr. Eine Woche, schöne Duracell-Batterie reingedrückt in seinen Nokia 5110. 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen. Lösche Snake. 8 Wochen. Jetzt kannst du diese Info jetzt nicht speichern. Ah, doch. Wie er sich nicht konzentrieren kann, wie ich rede.
Und stell mir vor, und jetzt macht jemand, der zuhört, irgendwas sowas wie Autofahren. Das ist total gefährlich. Ja, ihr wärt doch alle schon längst im Graben. Hört ohne ihr nicht, uns. Bitte das nicht beim Autofahren. Und wenn ihr im Zug seid, gebt es nicht dem Schaffner, der geht nicht sonst zum Lokführer und gibt die Kassette weiter. Die Kassette. So, was ist denn auch los? Geil, ey. Warum bin ich nicht im Low-Power-Mode? Naja. Super Gespräch. Ja, warum bin ich nicht im Low-Power-Mode? So, also, Dirk. Weil ich zu viel Kraft habe. Ja. Was machen wir jetzt? Du hast einen Schluss. Krieg. I don't wanna wait for the world to be over. Ja, ich wünsche euch eine schöne Woche, Nüsschen. Cool, ich auch.